Heute checken wir einen neuen Foodtrend aus. Und zwar Baked Oats in der Snickers-Variante. Ihr braucht 100 Gramm Haferflocken, 200 Milliliter Milch, ein paar Esslöffel Backkakao. Und das Ganze lasst ihr 10 Minuten quellen. Jetzt sind die Haferflocken schon schön aufgegangen und ihr könnt endlich die leckeren Sachen reinmixen. Crunchy Erdnussbutter und nicht zu wenig. Und geröstete Erdnüsse. Das Ganze packt ihr jetzt bei 180 Grad für etwa 15 bis 20 Minuten in den Backofen und lasst es schön durchbacken. Ist es Baked Oats fertig, verteilt ihr noch Schokodrops und richtig fett Karamellcreme drauf. Tada! Lasst es euch schmecken und passt auf, dass es euch keiner wegmopst.